Hallo liebe Leute, hier ist Armin Staud mit einem Photoshop-Tutorial. Heute wollen wir uns mal wieder um was ganz Grundsätzliches kümmern, nämlich wie man die vier Einstellungsebenen synchronisieren kann, um eine richtige, in Anführungszeichen, Schwarz-Weiß-Konvertierung zu machen. Was für ein Satz. Wieso gibt es überhaupt eine richtige und eine falsche Schwarz-Weiß-Konvertierung? Weil hier geht es ja gar nicht um kreative Prozesse, also ich mache irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild aus meinem Farbbild, sondern ich brauche das ja zum Beispiel für Dutch and Burn. Oder in meinem Fall meistens für Luminanzmasken. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich eine richtige Schwarz-Weiß-Umsetzung habe. Was ist denn eine falsche Schwarz-Weiß-Umsetzung? Gucken wir uns das erstmal an. Also, wir nehmen hier eine Farbton-Sättigung und nehmen die Sättigung raus. Und was sehen wir? Kaka. Wir sehen nämlich hier, dass alle Farben grau sind. Es gibt hier keine Differenzierung. Wenn wir jetzt aber einfach mal auf so einen Farbchart hier gucken, dann ist es auch völlig klar für unser menschliches Auge, dass das Gelb heller ist als das Rot oder das Blau. Ja? Wenn ihr aber mit einer Farbtonsättigung eine Schwarz-Weiß-Umsetzung macht, dann passiert das hier. Ich habe mal ein Video gemacht, da zeige ich euch 15 Methoden in Photoshop, wie man ein Bild in Schwarz-Weiß umsetzen kann und erkläre ganz genau, wie es dazu kommt und welche Methode die beste ist. Das machen wir heute nicht, wir wollen uns einfach mal um vier kümmern. Pass mal auf, jetzt mache ich hiervon mal eine Zusammenfassung, weil wenn wir das nachher alles vergleichen wollen, brauchen wir Pixelebenen. Deswegen mache ich jetzt mit Befehl Alt, Shift und E eine Zusammenfassung und nenne die mal Sättigung. Einfach so. Mach das beides aus und dann können wir das nämlich nachher vergleichen. Wenn ich eine Luminanzmaske machen möchte, dann macht man das ja normalerweise über die Kanäle-Palette. Und das kann ich jetzt schon machen. Ich brauche überhaupt keine Schwarz-Weiß-Umsetzung davon. Das machen wir jetzt auch mal. Aber um das zeigen zu können, brauche ich eine schwarze Ebene. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine neue Ebene erzeugen und die mit Schwarz füllen und die wieder ausmachen. So, und jetzt mache ich mal einen Befehlsklick auf den RGB-Kanal und jetzt werden alle Pixel ausgewählt, die heller als 50% sind. So, und das fügen wir jetzt hier in die schwarze Ebene mit weißer Farbe ein und haben ein Schwarz-Weiß-Bild. Das wäre jetzt Nummer 2 von nicht gut. Wenn wir jetzt hier mal auf die Differenzierung der Farben gucken, sehen wir, dass das sehr blass ist. Also wir haben hier keine guten Kontraste. Das bedeutet für mich in der täglichen Arbeit, dass ich lieber diesen Befehlsklick mache, wenn ich eine Schwarz-Weiß-Darstellung habe. Und zwar eine kontrastreiche Schwarz-Weiß-Einstellung, die hier gut zwischen den einzelnen Farbtönen Kontraste erstellt. So, und der Sieger von der ganzen Geschichte ist, weil das nämlich am einfachsten ist, das ist einfach die, dass ich hier eine Farbfläche nehme. Die darf keine Sättigung haben. Also, die muss neutral sein. Und am besten, ich nehme jetzt einfach mal eine 50%ige neutrale Farbe. Ja, einfach 50%iges Grau. Und wenn ich jetzt den Ebenenmodus in Farbe umstelle, dann habe ich eine kontrastreiche Schwarz-Weiß-Umsetzung. Das sieht man hier sehr gut. Und das ist jetzt unsere Referenz-Schwarz-Weiß-Umsetzung. Da mache ich jetzt auch mal eine Zusammenfassung vom Dokument und nenne die Farbfläche. So, die machen wir auch aus. Und jetzt gibt es ja noch drei andere Kandidaten. Gehen wir mal hier in die Palette und schauen mal an, der Reihe nach, welche das sein könnten. Und zwar ist es die Schwarz-Weiß-Umsetzung. So, das Problem bei der Schwarz-Weiß-Umsetzung ist, das würden wir dann sehen, wenn ich jetzt schon eine Zusammenfassung von dem Dokument mache und das dann vergleiche mit der Farbfläche, dann sehen wir nämlich, dass hier die Kontraste irgendwie kunterbunt aussehen, weil Photoshop ist leider nicht in der Lage, hier eine neutrale Einstellung zu finden. So, und jetzt kann man lange testen und rumprobieren. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie es geht. Ich hole mir hier eine Voreinstellung, die ich mir gemacht habe. Und das sind jetzt die korrekten Werte. Das heißt, dass wir jetzt genau die gleiche Schwarz-Weiß-Differenzierung sehen, wie wir sie über die Farbfläche erhalten haben. Schreibt euch die Werte auf und macht euch dann nachher über dieses Pop-up hier eine Schwarz-Weiß-Vorgabe. Die könnt ihr dann abspeichern und dann ist die da in eurem Menü drin und dann habt ihr sie immer vorrätig. So, die Werte sind für Rot 30, Gelb 89, Grün 58, Cyan 70, Blau 11 und Magenta 42. Wenn ihr diese Werte eintragt, dann habt ihr genau das gleiche wie mit der Farbfläche. So, dafür machen wir jetzt auch mal eine Zusammenfassung. Komisch, immer wenn ich hier in das Menü gehe, dann kann ich danach diesen Befehl nicht mehr verwenden, muss kurz das Programm wechseln. Das ist doch echt ein Bug, oder? So, jetzt geht's wieder. Das nennen wir jetzt mal SW für Schwarz-Weiß-Ebene und machen das auch aus. Gehen jetzt wieder in die Korrekturpalette und schauen mal, was dann die nächste ist. Das ist nämlich der Kanalmixer.
Auch hier ist Photoshop nicht in der Lage, wenn ich auf Monochrom gehe hier oben, die richtigen Werte einzustellen. Sondern auch die muss ich mir wieder manuell abspeichern. Und die Werte sind rot 30, grün 59, blau 11. Auch davon machen wir jetzt, mal gucken, ob das jetzt geht. Nee, guck mal, ich war hier oben in dem Menü drin und dann geht hier dieser Befehl nicht mehr. Befehl Alt, Shift und E, jetzt geht er wieder. Den nennen wir jetzt mal Kanal Mixer. So, machen wir auch wieder aus. Und jetzt kommt die letzte, das ist nämlich die Verlaufsumsetzung. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, weil es gibt einen Standardverlauf. Und zwar ist das der Schwarz-zu-Weiß-Verlauf in Photoshop. Ich zeige euch mal, wie der aussieht. Den habe ich aber nicht mehr. Den muss ich jetzt künstlich erstellen. Den habe ich nämlich gelöscht, weil der ist schon seit 105 Jahren ungefähr, ist der buggy. Der stimmt nicht. Und zwar, wenn man hier auf den Schwarzton geht, dann ist der hier bei 39 und sitzt ungefähr hier. Das ist nämlich ein Smic-Schwarz. Das haben die hier als Schwarz-Weiß-Verlauf in der Grundeinstellung eingestellt. Das heißt, den müsst ihr korrigieren auf Schwarz. Das heißt, die richtige Einstellung ist die, dass der erste Boppel, der ist bei Position 0 und der ist richtig schwarz und der weiße Boppel, der ist bei Position 100 und richtig weiß. So. Und jetzt ist das aber immer so, dass es bei einer Verlaufsumsetzung ist das Bild immer dunkler. Das heißt, die Differenzierungen sind nicht mehr so gut. Das liegt daran, dass hier die Glättung drin ist. Die nehmen wir einfach raus und dann haben wir wieder eine Darstellung, die genau der Farbfläche entspricht. So, wie testet man das jetzt? Erstmal werden wir uns mal den Unterschied angucken von Farbfläche zu Sättigung. So, wir haben ja hier, warte, ich muss das hier oben ausmachen. Wir haben ja jetzt hier viele Ebenen, das ist so vielleicht ein bisschen verwirrend. Das erste, was wir gemacht haben, ist ja die Schwarz-Weiß-Umsetzung durch die Farbtonsättigung-Ebene. Und die können wir jetzt vergleichen mit der Farbfläche. Also ich könnte es jetzt immer an- und ausmachen, dann seht ihr den Unterschied. Ich kann jetzt aber auch die Farbflächenebene einfach in den Modus Differenz setzen. Und dann seht ihr, wo hier die Differenz ist zwischen den beiden Bildern, weil jetzt alle Pixel von der Farbfläche, die in Differenz ist, von der Sättigung unten abgezogen werden. Und überall dort, wo 0 rauskommt, ist schwarz. Also da sind die Pixel identisch und überall, wo sie nicht schwarz sind, sind sie eben nicht identisch. Und ihr seht hier, dass hier ein großer Unterschied ist. Ich mache das mal rückgängig, gehe hier wieder auf Normal. So. Und das Gleiche, wo das jetzt Blödsinn war, und das Gleiche können wir jetzt auch hier mit der RGB-Ebene machen. Hier haben wir ja die Auswahl aus dem RGB-Kanal geholt, während das Bild noch farbig ist. Und ihr seht, dass hier auch ein großer Unterschied ist, also dass das Bild viel zu blass ist. Deswegen ist es viel besser, wenn man jetzt eine Hilfsebene für Touch and Burn haben will oder für eine Luminanzmaske eine Grundebene haben will, von der man ausgeht, dann ist es besser, eine zu nehmen, die wie die Farbfläche aussieht, also die eine Schwarz-Weiß-Konvertierung macht wie die Farbfläche. Jetzt ist es aber in verschiedenen Zusammenhängen so, dass es vielleicht manchmal besser ist, eine Schwarz-Weiß-Ebene zu nehmen. Oder manchmal ist es besser, einen Kanalmixer zu nehmen und manchmal ist es besser, einen Verlauf zu nehmen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man jetzt diese Einstellungen kennt, dann kann man die nämlich synchronisieren. Und das kann ich euch jetzt beweisen. Ich mache die jetzt mal an, hier diese Zusammenfassung. Markiere diese drei Ebenen und bringe die in den Modus Differenz. Und mache die wieder aus. So, jetzt können wir die mit der Farbfläche vergleichen und sehen, dass so wie wir die Schwarz-Weiß-Ebene mit diesen Werten hier eingestellt haben, ist die jetzt identisch zu der Farbfläche. So, und das gleiche gilt für den Kanalmixer. Auch der ist identisch zu der Farbfläche und der Verlauf ist auch identisch zu der Farbfläche. Das heißt, wir haben jetzt vier Ebenen, die jeweils synchronisiert sind. Die machen die gleiche Schwarz-Weiß-Umsetzung und jetzt könnt ihr von da aus losgehen, je nachdem, in welchem Zusammenhang ihr gerade in Photoshop seid und könnt dort euer Bild in Schwarz-Weiß konvertieren. Das Ganze, wenn ihr die Maskmaschine habt, ich lasse die mal ablaufen, ist zum Beispiel in der Maskmaschine jetzt so gelöst, dass ich für die grundsätzliche Schwarz-Weiß-Umsetzung, das habe ich mit dem Verlauf gemacht, aus dem Grunde, weil ich nämlich mit dem Verlauf Sachen machen kann, für die ich normalerweise mehrere Ebenen brauche. Ich kann zum Beispiel einfach hier auf eine Vorgabe klicken, dann habe ich nur noch schwarz. Und jetzt gehe ich auf den mittleren Anfasser und den mache ich jetzt weiß. Und dann habe ich nämlich eine Darstellung meiner Mitteltöne. Und die kann ich jetzt hier auch noch wunderbar und ganz einfach einstellen. Dafür bräuchte ich normalerweise noch mal eine extra Gradationskurve. Wunderbar, oder? Und wenn ich jetzt wieder auf meine Normaleinstellung zurück will, nehme ich mir einen von diesen Verläufen hier, die ich mir abgespeichert habe und bin wieder auf Normal. So, jetzt möchte ich zum Beispiel alle Rotfarben, alles was rot ist im Bild auswählen, mache ich diesen Ordner an.
Da habe ich zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Ebene, die jetzt mit den richtigen Werten eingestellt ist. Hier oben ist eine Ebene, die das Ganze in Schwarz umsetzt. Das wäre nämlich jetzt normalerweise grau. Ja. Und hier unten ist eine graue Farbfläche im Modus, was hat die? Luminanz. So, und jetzt kann ich einfach hergehen und sagen, ich will alles auswählen in dem Bild, was rot ist. Und schon kann ich mir mit einem Kurzbefehl, Befehl Alt und 2, kann ich mir eine Auswahl machen und könnte das jetzt hier zum Beispiel an eine Farbtonsättigung dranhängen. Ja, und kann jetzt hier ganz gezielt, ohne dass ich hier irgendeinen Farbbereich einstellen muss, kann ich jetzt einfach mein Rot in ein Grün verwandeln oder in irgendeine andere Farbe verwandeln. Alle Rottöne werden jetzt hier verwandelt, weil ich habe mir durch eine Maske, die ich mir erstellt habe, eine eigene Toleranz erstellt. Und deswegen ist das nützlich, wenn man jetzt diese vier Einstellungsebenen kennt und weiß, wie man die synchronisieren muss. Das wollte ich euch heute mal zeigen. Ich hoffe, euch hat das interessiert. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Stott.